Einen wunderschönen guten Tag, hier ist deine Paragraphen Silvia und ich habe heute ein Tool für dich, was ich dir beibringen möchte, falls du Verhaltensweisen hast, die du gerne abstellen möchtest. Bei mir ist es ja so, dass im Coaching, ich bin ja der Auffassung, du weißt das schon alles, was du machen solltest, du fühlst das alles, du weißt das, aber aus welchen Gründen auch immer, das geht dann ein bisschen tiefer, machst du es einfach nicht. Und damit deine Bewusstheit etwas steigt, möchte ich dir gerne ein Tool erklären, mit dem du schneller dir selber auf die Schliche kommen kannst. Und zwar hast du vielleicht schon mal an einem Seminar teilgenommen und bei diesem Seminar so ein Silikonarmbändchen gekriegt. Das ist jetzt völlig egal, von welchem Seminar das war. Wenn du vielleicht sogar ein Bändchensammler bist, ich weiß nicht, ob du das kennst, also es gibt ja Leute, die gehen so von Seminar zu Seminar zu Seminar, die haben so viel Wissen und das mit dem Umsetzen, da hapert es ein bisschen. Und diese Technik ist eben gerade dafür da, dass du umsetzt. Und zwar, wenn du also zum Beispiel, sagen wir mal, du willst nicht mehr Scheiße sagen, ist jetzt ein, ist ja egal. Das ist, das Beispiel soll reingehen bei dir. Also sagen wir mal, du willst nicht mehr Scheiße sagen und du willst dir das abgewöhnen. Und du bist aber unbewusst, also es rutscht dir immer wieder raus. Und deswegen hast du dieses Bändchen an. Ja, das hast du am rechten oder am linken Arm, das ist egal. Und wenn du dich dann dabei erwischst, dass du Scheiße sagst, also das kommt ja meistens aus dem Affekt, dann musst du das Bändchen wechseln. Das hat die Konsequenz, dass dein Gehirn sensibler wird und mehr aufpasst. Und irgendwann bist du es leid mit diesem Bändchen wechseln, wenn du es dann wieder gesagt hast. Und es wird von Tag zu Tag, wirst du sehen, weniger werden. Und die Challenge ist halt, kannst du dir so sagen, ursprünglich ist das mal für 21 Tage gewesen, aber ich denke, du kannst auch nach 10 Tagen, wenn du 10 Tage nicht Scheiße gesagt hast, dann bist du schon sehr, sehr super sensibilisiert. Und es ist egal, ob du das jetzt hier für dieses eine Wort benutzt oder ob du etwas anderes nimmst als Beispiel, was du abstellen willst, was du entlernen möchtest. Etwas, was du dir, eine schlechte Angewohnheit, die du dir im Laufe der Zeit so, die sich breit gemacht hat in deinem Leben, was du lassen möchtest, was etwas mit Sprache zu tun hat. Das empfehle ich, ein Silikonarmbändchen und dann kriegst du das hin, das abzustellen. Wenn dir dieser Tipp gefallen hat, wenn du das umgesetzt hast oder wenn du sagst, ah ja, das habe ich schon mal getestet. Also wenn du irgendwas Positives zu sagen hast, mach es gerne. Alles andere brauche ich nicht. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und mach's gut und bleib gesund, deine Paragraphen Silvia.